Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 14. Ich ergreife für niemanden Partei und sage keinem Schmeichelworte. Denn ich verstehe mich nicht aufs Schmeicheln, sonst raffte mich mein Schöpfer bald hinweg. Hiob, Kapitel 32, Verse 21 und 22. Die kleine Truppe erreichte Prag an einem späten Nachmittag im Oktober. Es hatte den ganzen Tag nicht geregnet, aber das Land war so feucht, dass selbst jetzt noch Nebel aus den Feldern und Wiesen aufstieg. Die Beutereiter hatten einige Tage zuvor einen Kastenwagen geliehen, in dem Hiob und Anne relativ bequem und unauffällig reisen konnten. Der Kaufmann würde den Verlust des Wagens schon verschmerzen können. Er hatte noch ein Dutzend weiterer in seinem Tross gehabt. Und Eliphas hatte nach ihren Erlebnissen in Nürnberg auf diese Vorsichtsmaßnahme bestanden. Jetzt saßen sie in der dunklen Kabine des Wagens, der leicht schwankend über die lange Holzbrücke vom Ufer des Voltavasees zur Stadt hinüberfuhr. Am Seeufer waren sie von einem Wachposten angehalten worden, der sie durch Eliphas energisches Auftreten eingeschüchtert, ohne weiteres hatte passieren lassen. Hiob hoffte inständig, dass sie keine weiteren Kontrollen zu erwarten hatten. Tatsächlich dauerte es zwar noch über eine halbe Stunde, bis Eliphas die Tür in der Rückwand des Wagens öffnete und sie mit großer Geste aufforderte, auszusteigen, aber sie waren unbehelligt geblieben. Willkommen in Prag, der Bastion der Remeliten. Ich weiß, dass diese Unterkunft sicher nicht hält, was der Ruf der Metropole des Wissens verspricht, aber ich hoffe, ihr werdet bald die Gelegenheit haben, den Rest der Stadt zu erkunden. Danke, Freund Eliphas. Wir wissen das sehr zu schätzen, was du für uns tust. Hiob sprang aus dem Wagen und reichte Anne die Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen. Sie nahm seine Hilfe gerne an und nickte dem drahtigen Kompteur zustimmend zu. Und, spürt ihr den See? Fragte Eliphas lächelnd, der ungewöhnlich gut aufgelegt zu sein schien. Hiob nickte. Auch wenn der Hof sich auf den ersten Blick nicht sonderlich von den Hinterhöfen hunderter anderer Städte unterschied, hatte Hiob sofort ein seltsames Gefühl gehabt, als seine Füße das Pflaster berührt hatten. Zuerst hatte er das Gefühl nicht einordnen können, aber jetzt, wo Eliphas sich darauf aufmerksam machte, spürte er das kaum wahrnehmbare Schwanken dieses riesigen Pontons, auf dem sie sich befinden mussten. Er sah den Anführer der Beutereiter erstaunt an. Obwohl die gesamte Stadt schwimmt, haben sie die Straßen und Höfe mit Steinen gepflastert? Eliphas nickte. Dieser Pendant trägt ein ganzes Stadtviertel mit gepflasterten Straßen, Plätzen und sogar einigen Steingebäuden. Dennoch sind die meisten Bauten aus Holz errichtet. Nur wer eine besondere Erlaubnis hat, darf in Prag ein Steingebäude errichten. So kontrollieren die Beamten der Kirche, dass keiner der Pendants zu schwer wird. Hiob sah sich neugierig genauer um. Es hatte bereits zu dämmern begonnen und schon bald würde er nicht mehr sehr viel erkennen können. Von den hölzernen Gebäuden einmal abgesehen, gab es wirklich keine Hinweise darauf, dass sich nur wenige Meter unter ihm die dunklen Wasser eines riesigen Sees befanden. »Wie kommt es, dass du so viel über diese Stadt weißt?« fragt er Eliphas, der hinter dem Wagen hervorgetreten war, um zu überwachen, wie die Beutereiter die Pferde versorgten. Auch wenn es daheim in Bern keinen See gab, war Prag für meinen Vater immer eine vorbildliche Stadt. Das verstehe ich nicht. Ihr könnt den Wagen dann in den Schuppen dort schieben, wies Eliphas die Beutereiter an. Er seufzte tief und drehte sich zu Hiob um. Man kann über meinen Vater sagen, was man will, aber eines ist unumstritten. Er war ein ausgesprochen ehrgeiziger Mann. Ihm allein ist es zu verdanken, dass Bern zu einer der bedeutendsten Städte der Alpen geworden ist. Er hat sich bei seinen Plänen niemals durch irgendwelche Schwierigkeiten von einem einmal gesteckten Ziel abbringen lassen. Deshalb hat ihn Prag auch immer so sehr beeindruckt. Obwohl um den Himmel der Remeliten herum der denkbar ungünstigste Baugrund liegt, nämlich Wasser,
ist Prag zu einer gewaltigen Metropole herangewachsen. Er zuckte die Achseln. Deshalb waren wir auch oft hier, als ich noch ein Kind war. Und daher kennst du auch dieses Haus? Fragte Hiob neugierig. Eliphas von Bern lächelte grimmig. Nein, ich war auch später noch einmal hier, ohne meinen alten Herrn. Ich war gerade zum Kompteur berufen worden und man hatte mich in geheimer Mission nach Prag geschickt. Dieser Hof gehörte damals zu einem großen Waisenhaus. Die angelitischen Himmel und Klöster in Südeuropa brauchten zu jener Zeit besonders dringend sehr viele Kinder. Zu viele, als dass wir sie auf normalem Wege hätten beschaffen können. Also wurden Beutereiterrotten aus ganz Frankreich und Italien in alle größeren Städte Europas geschickt, um dort die Kinder aus den Waisenhäusern zu holen. Hiob sah Eliphas erstaunt an. Wieso habt ihr sie denn nicht aus den französischen und italienischen Waisenhäusern geholt? Nun, das hatten wir schon längst. Deshalb wurde ich auch mit allen Söldnervollmachten ausgestattet nach Prag geschickt. Eliphas ließ seinen Blick über die umliegenden Gebäude schweifen, die sich als schwarze Fassaden gegen die dunkelroten Wolken abzeichneten. Wir haben sie bis auf ein paar wenige, die für ihre neue Aufgabe nicht taugten, ausnahmslos mitgenommen. Die frommen Schwestern, die hier gearbeitet haben, hatten gedroht, ihren Orden zu verlassen und das Waisenhaus aufzugeben, wenn wir ihnen die Kinder wegnehmen. Ich nehme an, das haben sie dann auch getan. Betroffen sah Hiob zu dem Konteur hinüber, aber Eliphas erwiderte seinen Blick nicht. Am nächsten Morgen war Eliphas vor allen anderen auf den Beinen. Nach dem Gespräch mit Hiob am Vorabend hat er noch lange über das nachgedacht, was hier ein paar Jahre zuvor geschehen war. Zum ersten Mal, wie ihm auffiel, fragte er sich, was wohl aus den Kindern geworden ist, die er damals mitgenommen hatte. Aber es war müßig, solche Gedanken nachzuhängen. Er hatte keine Möglichkeit, etwas über das Schicksal jener Waisenkinder herauszufinden. Dies würde ein wichtiger Tag werden und er dürfte sich nicht mit Dingen ablenken, an denen er ohnehin nichts mehr ändern konnte. Von seinem Besuch im Himmel der Rameliten hing ab, ob sie von nun an mit oder gegen die Kirche arbeiten würden. Er hatte sich alles genau zurechtgelegt. Jetzt musste er nur noch Hiob davon überzeugen, dass es am besten war, die Sache erst einmal ihm zu überlassen. Nicht viel später saßen sie dann alle zusammen an der langen Holztafel, die noch immer im Speisesaal des verlassenen Waisenhauses stand. Francetta hatte einige Beutereiter zur Proviantbeschaffung und Küchenarbeit eingeteilt und so hatten sie eine üppige Mahlzeit aus heißen Reisfladen, Dörrobst, Käse und frischen Enteneiern auf dem Teller. Nach der eintönigen Kost der Reise waren alle heilfroh über die Abwechslung. Eliphas saß mit Hiob, Anne und Francetta an einem Ende des Tisches und als sie das Frühstück beendet hatten, ergriff Eliphas das Wort, noch ehe einer der anderen etwas sagen konnte. Ich habe mir heute Nacht überlegt, wie wir am besten weiter vorgehen. Für unsere Nachforschungen brauchen wir auf jeden Fall Informationen von den Rameliten. Am besten ihre aktive Unterstützung. Ich halte es jedoch nicht für ratsam, dass Hiob einfach so unangemeldet in ihren Himmel hineinspaziert. Deshalb werde ich nach dem Essen mit Anne und dem größten Teil der Rotte allein dorthin gehen. Und was soll ich in der ganzen Zeit machen? Der enthusiastische Klang von Hiobs Stimme verriet seine Unternehmungslust nur allzu deutlich. Du wirst hier auf meine Rückkehr warten und dich versteckt halten. Francetta und ein paar ihrer Leute werden ebenfalls hier bleiben. Nur für alle Fälle. Ich will aber nicht den ganzen Tag hier herumsitzen, während ihr euch in Gefahr begebt, rief Hiob aus und warf ihm einen trotzigen Blick zu. Denk immer daran, wie es dir in Nürnberg ergangen ist, sagte Eliphas warnend. Wir werden erst einmal die Stimmung im Himmel überprüfen müssen. Wenn wir sicher gehen können, dass sie dich nicht sofort als Ketzer verhaften, kannst du immer noch genug unternehmen. Hiob schüttelte energisch den Kopf. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso willst du denn dann Anne mit in den Himmel nehmen? Sie ist doch genauso gefährdet wie ich. Da muss ich dir leider widersprechen. Ich denke, ihr droht keine unmittelbare Gefahr. Im Gegenteil,
Sie könnte uns eher nützlich sein, indem wir sie als Grund für unsere Suche und für die Reise nach Prag vorschieben. Dann kommt hoffentlich niemand auf die Idee, nach einem gefallenen Raguliten zu suchen, der ketzerisches Gedankengut verbreitet wie ein Lebensmüder. Eliphas fürchtete schon, mit der letzten Bemerkung zu weit gegangen zu sein, aber Hiob sah ihn lediglich überrascht an und zuckte dann resigniert mit den Achseln. Ich denke, dein Misstrauen den Rameliten gegenüber ist vollkommen übertrieben. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst, dass ich mich hier verkrieche, obwohl es ja wirklich genug zu tun gibt, meinetwegen. Damit stand er auf und stieg die steile Treppe zu den Schlafsälen hinauf. Sie sahen Hiob nicht wieder, bis sie eine Stunde später zum Himmel der Rameliten aufbrachen. Komm bald zurück, war alles, was er ihnen zu sagen hatte. Aber Eliphas wusste, dass der Engel seine Maßnahmen verstanden hatte. Wenn er wiederkam, würden sie hoffentlich noch einmal in Ruhe darüber reden können. Den Kastenwagen hatten sie diesmal im Schuppen des Waisenhauses zurückgelassen, und so ritten Anne neben ihm durch die belebten Straßen Prags und warf ihm von Zeit zu Zeit ihr geheimnisvolles Lächeln zu. Vielleicht hätte er die Begine doch nicht ohne Hiob mitnehmen sollen. Der Raguelit war der einzige, dem sie sich einigermaßen verständlich machen konnte. Nach einer knappen Stunde hatte die kleine Gruppe den Himmel der Rameliten erreicht. Sein mächtiger Schaft erhob sich etwas nördlich des Stadtzentrums von Prag aus, den dunklen Fluten des Voltavasees. Direkt um den Himmel befand sich ein etwa 50 Meter breiter Ring, der frei von Flößen und Pontons war, genau wie der Wassergraben einer Festung. Nur eine einzige Brücke, die an zwei Stellen unterbrochen werden konnte, überspannte das Wasser und verschwand in einer dunklen Öffnung in der schieren, steilen Steinmauer des Himmels. Eliphas führte die Beutereiter zielstrebig auf das stadtseitige Ende der Brücke zu, wo sie einen mächtigen Torturm passieren mussten, auf dessen Zinnen eine überlebensgroße Statue des Erzengels Ramiel, die kunstvoll bemalten Schwingen ausbreitend stand. Der Turm wirkte fast wie ein kleines, plumpes Abbild des Himmels selbst, nur dass er ganz aus Holz war und trotz des trüben Wetters in prächtigen Farben erstrahlte. Als sie ihre Pferde unter die ausladende Wehrplattform des Turmes lenkten, traten ihnen zwei vollgerüstete Ramiels-Templer entgegen. Eliphas wusste, dass es zwar in jedem Himmel Templer aller fünf kämpfenden Orden gab, die Bewachung aber immer dem Orden zukam, dessen Heimat der Himmel war. Das war ihm ganz recht. Er hoffte, dass die wissensdurstigen Rameliten ihrer ungewöhnlichen Situation etwas offener gegenüberstehen würden als die anderen Orden. »Wir grüßen dich, Komteur, und heißen dich in Ramiels Namen willkommen«, sprach ihnen eine der Wache in einem blauen Waffenrock an. »Der diensthabende Archivar wird sofort zur Stelle sein, um euch ebenfalls zu begrüßen.« »Ich danke dir, Bruder«, antwortete Eliphas und ließ die Zügel auf den Hals seines Rappen sinken. Wenige Augenblicke später erschien ein hünenhafter Monarch, er musste an die 2 Meter messen, in einem Nebeneingang des Torturms. Das gedeckte Blau seiner Kutte wirkte gegen die strahlenden Waffenröcke der Templer fast schon unscheinbar. Dennoch behandelten die beiden Wachen ihn äußerst respektvoll. Einer der Templer ging ihm sofort entgegen, um ihm zu helfen, ein zusammengeklapptes Schreibpult und ein schweres Buch zu ihm herüberzuschaffen. Nachdem er das Pult aufgestellt hatte, trat der Monarch ihnen entgegen und wandte sich an Eliphas. »Ramiels Segen mit dir! Ich bin Bruder Ingmar, Archivar der Rameliten. Es ist meine Aufgabe, eure Namen sowie den genauen Grund eures Besuchs und das Ziel eurer Reise festzuhalten. Ich bin Eliphas von Bern, Komteur aus Rodez. Meine Rotte und ich begleiten Sonor Anne«, er wies auf seine Begleiterin, »auf ihrer heiligen Suche. Verzeih bitte, Bruder Ingmar, dass die ehrwürdige Schwester nicht mit dir selbst spricht, aber sie hat ein Schweigegelübde abgelegt. Wir suchen eine Unterkunft und jemanden, mit dem wir vertraulich sprechen können.« Nachdem sie die Formalitäten am Tor hinter sich gebracht hatten, ritten sie über die Brücke in den Himmel.
Das jenseitige Ende der Brücke führte durch eine offene, große Öffnung in den mächtigen Schaft hinein, die gleichzeitig als Einfahrt zu einem kleinen Hafen im Inneren des Himmels diente. Hier lagen etwa dutzende Lastkräne und einige in leuchtenden Farben bemalte, elegante Gondeln an hölzernen Stängen. Wie im Himmel in Nürnberg gab es einen zentralen Schacht, durch den Tageslicht in die Galerien und Höfe im Inneren des Himmels geleitet wurde. Dennoch erhellte noch ein anderes Licht, dessen Ursprung nicht auszumachen war, selbst den hintersten Winkel der Halle. Ein paar Knechte und Novizen kümmerten sich um die Pferde und wiesen den Beutereitern ihre Unterkünfte zu, während einer junger Monarch Anne und Eliphas einlud, ihm die große Haupttreppe hinauf zu folgen. Er brachte sie in einen kleinen Saal, einige Stockwerke über der Seeoberfläche. Bis auf einen langen Tisch und 6 Stühle war der Raum leer, aber die kunstvollen Malereien an seinen Wänden und seine Decke ließen ihn prächtiger wirken als so manche Kirche, die Eliphas in seinem Leben schon gesehen hatte. Die Außenbemalung des Torturms war bereits beeindruckend gewesen, doch seine Holzwände waren nur mit Mustern und Ornamenten verziert, die die Struktur des Gebäudes unterstrichen. Hier jedoch strahlten ihnen prächtige Bilder in lebendigen Farben entgegen. Offensichtlich stellten die Szenen Ereignisse aus der wechselhaften Geschichte Prags und des Himmels dar. Da waren Engel und Dämonen im tödlichen Kampf verstrickt. Handwerker, die die schlanke Spitze des Himmels in die Wolken hinaufwachsen ließen, und ramelitische Monarchen, die aus aller Welt zurückkehrten und Schriftrollen und Bücher voller Geheimnisse mit sich brachten. Eliphas war noch ganz in der Betrachtung der prunkvollen Malereien vertieft, als eine alte Begine mit schlohweißem Haar den Saal betrat. Hinter ihr trugen 2 attraktive Mägde große Tabletts mit Speisen und Getränken herein. »Ich grüße euch, Sonor Anne und Komteur Eliphas. Ich heiße euch im Himmel der Rameliten herzlich willkommen. Mein Name ist Athenida von Linsdorf und ich bin die Vorsteherin der Beginen von Prag. Bitte erweist mir die Ehre, mit euch speisen zu dürfen.« »Die Ehre ist ganz auf unserer Seite«, antwortete Eliphas und deutete eine Verbeugung an. Auch Anne senkte respektvoll den Kopf. »Es reicht, wenn du mich Martha nennst, Komteur. Arbrogast ist der Abt der Rameliten in Prag. Wollen wir uns nicht setzen?« Sie wies einladend auf den reich gedeckten Tisch. »Essen wir erst einmal, danach können wir reden.« Eliphas war von so viel Demut beeindruckt, denn die hochrangige Begine stellte sich mit diesem Titel auf eine Stufe mit dem einfachsten der Schwestern ihres Ordens. Nachdem sie mit dem Essen fertig waren und die Mägde den Tisch wieder abgeräumten und Tee gebracht hatten, lehnte Eliphas sich zufrieden und satt in seinen Stuhl zurück. »Es war ausgesprochen freundlich von euch, uns so vorzüglich zu bewirten«, wandte er sich an die Gastgeberin. »Gastfreundschaft hat bei uns eine besondere Tradition«, antwortete die Begine. »Genau wie die Kochkunst.« Eliphas nickte. »Sehr schade, dass ich nicht öfter die Gelegenheit haben werde, nach Prag zu reisen.« »Aber vielleicht bleibt ihr ja noch ein paar Tage hier.« »Nun«, sagte Eliphas und stellte seine Teetasse ab, »das hängt ganz davon ab, ob ihr uns bei unserer Mission behilflich sein könnt. Ich kann euch versichern, Komteur, dass mein Orden dir und Schwester Anne bei eurer Mission mit jeder uns möglichen Hilfe zur Seite stehen wird. Aber was ist es überhaupt, was euch nach Prag führt?« Eliphas musterte die Begine einen Moment nachdenklich. Sie wirkte ruhig, entspannt und gelassen. Ihre Frage hatte vollkommen neutral und harmlos geklungen. Wenn überhaupt, dann war da nur ein kaum merklicher Anflug von Neugier gewesen. Gerade so viel, wie man es von einer höflichen Gesprächspartnerin erwarten würde. »Wie man dir sicher schon berichtet hat, sind wir auf einer heiligen Suche. Schwester Anne ist eine Begine vom Orden der Raguliten. Eine Vision hat ihr fern von der Heimat im Kloster Cluny den Untergang des Himmels von Trondheim gezeigt und sie schließlich dorthin geführt.
Im Angesicht der brennenden Trümmer ihres Himmels hat der Herr ihr eine weitere Vision geschickt, in der sie gesehen hat, wie der letzte überlebende Ragolit das heilige Buch seines Ordens hierher nach Prag bringt. Auf der Suche nach diesem Buch sind wir. Das Liber Ragulitorum, flüsterte Athenlia. Wir haben schon befürchtet, es sei für immer verloren. Hat deine Vision dir denn genaue Hinweise gegeben, wo es sich in Prag befinden soll, Schwester? Ihr Blick war jetzt auf Anne gerichtet, die entschuldigend den Kopf schüttelte. Eliphas hatte ihr auf dem Weg in den Himmel kurz erklärt, was er den Ragoliten zu erzählen gedachte und was nicht. Aber ihr Schweigen verhinderte ohnehin, dass sie eine allzu aktive Rolle bei dem Gespräch einnehmen würde. Leider nicht, erklärte er der alten Begine. Wir haben gehofft, wenn sie erst einmal in Prag wäre, würde der Herr vielleicht wieder zu ihr sprechen. Das Problem ist nur, dass Anne sich nicht besonders gut verständlich machen kann. Aber wohlmöglich fällt euch ja etwas ein, was ihr mit euren Gaben bewirken könnt. Eliphas trank einen Schluck Tee und ließ eine kurze Gesprächspause entstehen. Hast du oder einer deines Ordens vielleicht etwas von einem Ragoliten gehört, der nach Prag gekommen ist? Wandte er ein und dann wieder an die Ramelis-Begine. Athenlia schüttelte das greise Haupt. Nein, leider nicht. Und eigentlich würde ich auch meinen, dass er sofort mit uns Kontakt aufnehmen würde, wenn er schon hierher kommt. Dennoch kann ich versuchen, ein paar Nachforschungen anzustellen. Das wäre äußerst freundlich. Ich bin froh, dass wir jetzt auf die Hilfe der Rameliten zählen können und hoffe, dass wir das Ordensbuch gemeinsam bald gefunden haben. Das hoffe ich auch, stimmte Athenlia zu ihm und erhob sich aus ihrem Stuhl. Was wollt ihr als nächstes tun? Ich würde Sonor Anne gern durch die Stadt führen. Wir hoffen, dass der Anblick irgendeines markanten Ortes vielleicht wieder eine Vision bei ihr auslöst. Ein ausgezeichneter Gedanke. Ich werde dafür sorgen, dass man euch einen ortskundigen Führer mitgibt. Ich danke dir noch einmal von ganzem Herzen, Mater Athenlia. Wir werden heute Abend in den Himmel zurückkehren, um hier zu übernachten, wenn du erlaubst. Natürlich, antwortete Beginen freundlich. Ihr seid Gäste des Himmels, solange ihr wollt.